Hallo? 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 Wie findest du das, wenn Busse und Bahnen umsonst wären? Fände ich super geil. Ich würde auf jeden Fall mehr öffentlich fahren. Und gerne würde ich auf mein Auto verzichten. Wann sind Sie zuletzt Bus oder Bahn gefahren? Hoch 10 Jahre. Wirklich? Ich würde sogar Müll rausbringen, glaube ich, mit dem Auto. Wirklich? Mehr als die Hälfte der Deutschen ist für kostenlosen öffentlichen Nahverkehr. Das klingt ja auch erstmal super. Fände ich prima. Sehr gut. Wäre ich auf jeden Fall dafür. Wo ich herkomme, da kosten öffentliche Verkehrsmittel ziemlich viel. Wo ist das? In welchem Bundesland? München. Alle könnten umsonst fahren, die Autos könnten stehen bleiben und in Großstädten gäbe es endlich keine dicke Luft mehr. Aber Moment mal. Autofahren ist doch jetzt schon viel teurer als eine Fahrt mit den Öffis. Während ein gefahrener Autokilometer, wenn man alles mit einrechnet, im Schnitt 50 Cent kostet, kommst du hier in Berlin für 2,80 Euro die 30 Kilometer von Spandau nach Hönow. What? Letztes Jahr standen zum Beispiel Berliner Autofahrer im Schnitt 154 Stunden im Stau. Freiwillig! Trotzdem trennen sich deutsche Städter nicht gerne von ihren Autos. Wie fändest du das denn, wenn Bus und Bahn umsonst wären in Deutschland? Das wäre natürlich super. Würdest du dann mehr Bus fahren? Nein. Ich würde gerne wissen, wie du es fändest, wenn Bahn und Bus kostenlos wären. Gut. Ja, würdest du dein Auto dann stehen lassen? Wahrscheinlich nicht. Einfach alles kostenlos machen alleine reicht also nicht. Es braucht auch Strafen. In Estlands Hauptstadt Tallinn zum Beispiel gibt es schon kostenlosen Nahverkehr für gemeldete Einwohner. Gleichzeitig kostet eine Stunde Parken in der Altstadt aber auch 6 Euro. Und wenn du zusätzliches Geld fürs Auto ausgeben müsstest, weil Parken teurer würde, so 6 Euro die Stunde wie in Estland zum Beispiel? Ja, dann schon. Konsti, was würden wir machen? Gar nichts. Schwarz parken, oder? Abschaffen, Auto abschaffen. Ja, dann würde man erst recht nicht fahren wollen, glaube ich. Ja. Und wenn es in der Stadt gar keine Parkplätze mehr gäbe, wie würdest du es dann machen? Gar keine Parkplätze. Ja, 2, 3. Wäre scheiße, aber trotzdem. Ich könnte niemals auf Auto verzichten. Fährst du denn überhaupt manchmal Bus oder Bahn oder nie? Nee, nie, nie. Warum nicht? Weil ich es nicht will. Wozu habe ich meinen Wagen? Ja, okay, das stimmt. Um meine Luft zu verpesten vielleicht. Nee. Ja, Parken viel teurer machen finde ich doof, weil auch sozusagen arme Leute brauchen auch manchmal ein Auto, sozusagen wohlhabend, stecken das eher weg. Die parken auch so einfach falsch und nehmen das Knöllchen in Kauf. Das finde ich den falschen Weg. Verkehr verursacht 40% der in Deutschland ausgestoßenen Stickoxide. Und die allermeisten Stickoxide im Personenverkehr kommen von PKWs. Ich glaube, wenn dann irgendwann mal Elektroautos kommen sollten, dann wird es, glaube ich, besser. Aber würdest du dir ein Elektroauto kaufen? Nee. Ja, siehst du, toll. Nein, es ist eine Bequemlichkeit einfach. Nur darum geht es. Aber können wir uns Bequemlichkeit noch leisten in Zeiten von Klimawandel? Ja, keine gute Frage. Ja, wenn man so eine Öko mal mitbedenkt hätte, eigentlich nicht. Hast du ja recht. Okay, das ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Um die Luft wieder sauber zu kriegen und die Autos aus der Stadt zu bekommen, braucht es eine okaye Mischung aus Strafen und Anreizen. Weil wenn Parken teuer ist, aber die kostenlosen Busse nicht oft genug oder nicht überall hinfahren, sind Autofahrerinnen und andere Nutzer zu Recht sauer. Im Bus sind es zu viele Menschen. In der U-Bahn sind auch richtig viele eklige Menschen. Wenn ich so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde fahren muss mit dem Auto, was mit der Bahn doppelt so lang dauert, dann nehme ich lieber das Auto. Ja. Ich wohne halt auch ein bisschen weiter weg, sag ich mal, wo der Bus nicht so regelmäßig fährt. Wenn Bus und Bahn attraktiver werden, steigt natürlich auch die Nachfrage. Das heißt, es bräuchte eine höhere Taktung und öffentliche Verkehrsmittel müssen auch wirklich für jeden erreicht und nutzbar sein. Und das bedeutet wiederum ein besseres Streckennetz und eine höhere Dichte von Haltestellen. Und auch über eine größere Vielfalt für spezielle Öffi-Bedürfnisse müsste man nachdenken. Zum Beispiel Bikesharing, E-Roller oder Bedarfsbusse für weniger bewohnte Gegenden. Und bei all dem heißt kostenlos ja nicht umsonst. Irgendwo muss das Geld herkommen. Wahrscheinlich aus unseren Steuern. Kostenlose Öffis für alle klingt erstmal verlockend. Würdest du denn noch mehr fahren? Ich glaube, ich würde überall hinfahren. Auf den zweiten Blick ist eine echte Lösung für den Verkehr in deutschen Städten aber mindestens so komplex wie ein gutes Liniennetz. Bist du Team Auto oder Team Monatskarte? Und warum? Schreib mir doch mal in die Kommentare, wie der Nahverkehr in deiner Stadt aussieht und was sich dabei am dringendsten ändern müsste. Und wenn du willst, guck hier noch ein Video von Deutschland 3000. Und falls du es noch nicht gemacht hast, abonnier mich. Ganz schnell. Hier, direkt.